erster Linie seine Bauwerke, die Türme der Technik, die Panoramen der Schwerindustrie oder die Idyllen der Flusslandschaften. Es sind die Menschen, die hier leben, aus allen Teilen Europas zugewandert, besonders viele aus Polen, Schlesien, Ostpreußen, Holland, in jüngster Zeit noch aus der Türkei. In 160 Jahren hat sich die Bevölkerung im Ruhrgebiet verzwanzigfacht. Dieses Völkergemisch hat einen Menschenschlag entstehen lassen, der mit keinem der gewachsenen deutschen Stämme vergleichbar ist. Heinrich Böll, Nobelpreisträger für Literatur, hat ihn so beschrieben. Ein Wunder ist es, dass in diesem riesigen Dorf mit seinen über 5 Millionen Einwohnern auch nach 100 Jahren Industrie der Mensch noch nicht verkümmert ist. Nirgendwo sonst in Deutschland sind die Menschen so nüchtern, herzlich, einfach und schlagfertig. Eine neue Rasse hat sich gebildet, die in Tonfall und Umgangsformen Gemeinsames hat und alle Vorzüge und Nachteile der Jugend. Frische mit unbekümmerter, fast kolonialer Barbarei gemischt. Diese Provinz, die Ruhrgebiet heißt, erschließt sich dem Fremden nicht leicht. Sie ist der Besichtigung abhold, misstrauisch dem Müßiggänger gegenüber. Wenig Geschichte ist zu berichten, und es ist nicht jener kostbare Stoff abgelagert, der Ehrfurcht gebietet, keine Patina. Man lebt und arbeitet hier eng beieinander, denn schließlich ist dieses das am dichtesten besiedelte Gebiet des Kontinents und Europas größtes Industrierevier. Es liegt im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland. Eine 300 Kilometer lange und 30 Kilometer breite Stadtlandschaft zwischen den Flüssen Rhein und Ruhr im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Was so aussieht wie ein ganz normaler Kiosk, das ist hierzulande eine Institution, die Klümpkesbude. Klümpkes, das sind Bonbons, die auch zum Sortiment gehören. Aber wesentlich wichtiger als ihr Verkaufsangebot ist ihre Funktion als geselliger Treffpunkt, als Umschlagplatz für Nachrichten. Wenn die Wechselschicht den Rhythmus zwischen Arbeit und Freizeit bestimmt, dann sehen sich die Kollegen der einzelnen Schichten entsprechend selten. Der regelmäßige Gang zur Klümpkesbude hält alle auf dem Laufenden. 4.30 Uhr in der Früh. Eine Arbeitersiedlung in Dortmund. Für Lothar Junkermann ist es Zeit, sich auf seinen 15-minütigen Fußweg zur Zeche zu machen, auf der er schon seit 20 Jahren arbeitet. Ja, ich bin 47 Jahre alt. Lothar Junkermann fährt an, wie es in
gehen lassen. Das finde ich nicht sozial, das finde ich ungerecht.